Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video über das Businessmodell Canvas, die Anwendung in produzierenden Unternehmen, einfach erklärt von den Lean Partners. Das Businessmodell Canvas ist eine Struktur, um bestehende und neue Geschäftsmodelle systematisch zu beschreiben. Im Folgenden betrachten wir ein stark vereinfachtes Anwendungsbeispiel, das produzierende Unternehmen Schumacher AG. Widmen wir uns zunächst den Value Propositions. Hier geht es um Wertangebote, die aus Sicht des Kunden zur Kaufentscheidung führen. Auf der rechten Seite geht es vornehmlich um eine marktorientierte Betrachtung. So gilt es, die Kundengruppen, die Kundenbindung sowie Vertriebswege zu durchleuchten. Welche Kundenbeziehungen führt das Unternehmen zu seinen Kunden? Welches Kundensegment spricht das Unternehmen an? Und über welche Vertriebskanäle erreicht das Unternehmen seine Kunden? Auf der linken Seite geht es um die unternehmensinterne Betrachtung. Es gilt, die wichtigsten Partner, Aktivitäten und Ressourcen des Unternehmens zu identifizieren. Mit welchen Partnern arbeitet das Unternehmen zusammen? Womit beschäftigt sich das Unternehmen hauptsächlich? Was sind die wertvollsten Ressourcen des Unternehmens? Im unteren Teil soll die Erlösstruktur aufgezeigt werden. Welche Kosten trägt das Unternehmen? Und wie erzielt das Unternehmen seine Einnahmen? Soweit unser Einstieg zur Anwendung des Businessmodell Canvas in produzierenden Unternehmen. Viel Spaß beim Umsetzen! Wenn du mehr über die Anwendung des Businessmodell Canvas erfahren möchtest, besuche einfach unsere Webseite. Den Link hierzu findest du hier unten in der Beschreibung.